Zeug und hier. Ich meine, wir haben auch einen komischen Dialekt, aber die verstehst du gleich auch nicht. Und da war nicht drin geguckt, da waren auch so ein Haufen Leute wie heute da und da war nicht die Hälfte am Kröpf. Also die haben ja, die Altbayern haben Kröpf. Die haben Kröpf, das glaubst du überhaupt nicht. Ja? Und dann schaue ich da so rein und sehe ich das Elend und denke, naja, um Gottes Willen. Ja? Und dann habe ich gesagt, also ihr habt ja ganz schön Kröpf. Das kommt von eurem Dialekt, habe ich gesagt. Schmeckt's denn? Eine Frau, ein Corsage drauf. Das waren so Ganzkörperrüstungen. Und da war pro Corsage waren ungefähr 17 Kilogramm Rohstahl verarbeitet. Wenn Sie sich erinnern, auch in den Badeanzügen in den 60er Jahren, die waren alle verstreht. Da habe ich als Buh im Schwimmbad habe ich nie eine Frau gesehen mit so einem Badeanzug Brustschwimmen. Niemals. Das hätte ich gar nicht kennt. Da kannst du nur so viel Leberkäsebrötchen essen. Riesengroßes Männerbissar. Und das Interessante ist, da drin sind keine Urinale, sondern Rinner. Rinner. Und in der Rinner sind nur die alten WC-Steine. Da gibt es bei uns eine Sportart seit ewiger Zeit, und zwar, man gibt die starr weiter, also unten. Und es wird immer gemessen ab dem Startpunkt, bis der Star wieder liegt. Und das Wichtige sind die Ecken, kannst du dir das vorstellen? In der Ecken, da muss einer stehen mit einem C-Rohr. Also, ja. Und meine Kunden, wir haben vor ein paar Jahren Klassentreffen gehabt und dann haben wir wieder dran gedacht, dann haben sie gesagt, gell Klaus, du hast immer gefragt. Und ich habe ihr es gesagt, habt ihr nee. Also ich war der, wir sind dann immer rein in die Bäckerei und dann waren wir drin gestanden und dann hast du halt schnell schauen müssen und dann habe ich gesagt, einen Amerikaner. Kennt ihr das auch? Ja, der ist halb schwarz und halb glasiert. Amerikaner, darf man übrigens nur sagen. Negerkuss, nicht der. Ein Freund von mir hat eine Bäckerei, der hat einen Brief gekriegt von dem dortigen Ordnungsamt, ist kein Witz. Und er ist drin gestanden, also Negerkuss wird diskriminieren, er soll gefälligst das Ding anders bezeichnen. Und dann hat er gesagt, Mensch Klaus, du hast doch schon mal Bücher geschrieben, was soll ich da hinschreiben? Statt Negerkuss, habe ich gesagt, schreib Bimbo Knutscher. Die heiligen drei Könige sind ein Saisongeschäft. Verstehst du, Alter? Man zahlt keine Sau mehr. Halt deine Waffel und komm! Dann hat der Leo gesagt, jetzt nicht, wenn ich stotter. Fast nein. Was glauben Sie, wie der Deckel gern? Halt, und manchmal ist der Deckel über die Straße zum Nachbarn übergeflogen. Und es war ja nicht schlimm, wenn der beschriftet war, ne? Aber dann hat er halt, du Schlammersau, hast dein Deckel, hast dein Deckel, hast dein Deckel, hast dein Foto gemacht, hast dein Bild. Du hast kein einziges Plakat vom Seehofer-Hänger sehen können. Also, in Bayern geht die Demokratie halt ein wenig anders. Ne? Aber meine Damen und Herren, warum ich jetzt eigentlich drauf komme, das ist, schauen Sie, das ist wie ich am Friedhof. Ich war ja, habe Ihnen erzählt, Oberministrant. Was glauben Sie, wenn ich ministriert habe, schönste waren Beerdigungen. Das war super. Ich war immer am Räucherfass. Pfarrer haben alle 10 Meter Schenke, nicht so viel, es kostet auf dem Geld. Wenn ich ministriert habe bei einer Leicht, dann haben die Leicht gesehen, das ist der Glanz, schau rüber! Zwischen die Grabstar hat es raus, bam! Mein Vater war bei der Bundesbahn, da muss ich noch ein wenig heizen. Und hol mal den Stefan rein, der Hundskrüppel hat das Licht ausgemacht. Wir sehen nichts, Stefan! Stefan, ich tät gern weitermachen, Hundskrüppel mal das Licht um. Das ist gut! Wunderbar! Ein paar werden schon herinhocken, die haben es jetzt nicht gesagt. Das ist so der Herdentrieb, also da wo ich erkenne, da wo ich erkenne. Also für die, die es nicht kennen, ne? Also die müssen sich jetzt nicht outen, aber Wulchern, wie soll ich das erklären? Der Franke am Bobbel zum Beispiel. Sie kriegen jetzt gleich Leberkäsebrötchen, das hat die immer vertraut, du isst nichts mehr. Evangelische, hübsche Fränkin, rothaarig, so kastanienrote Haare gehabt, hat hingeschaut zu ihrem Alten und gesagt, ist Haas, Alter!
Das war der Wahnsinn. Damals, meine Damen und Herren, da hat man ja nur, wenn man gegen Bayern München gespielt hat, hat man nur Augenhöhe. Sie müssen sich einfach mal vorstellen, der Wert der Mannschaft vom 1. FC Nürnberg liegt bei 27,2 Millionen Euro. Da ist der Charisteas, der blinde Vogel, nur drin. Haben wir, ihr Klubberer kaufen gern so Altstars, Schwerverletzte, dann gern. Da hast du keine Chance. Und er hat sich total echauffiert, weil nämlich hier Fabian. Also das ist ganz interessant. Also ich schaue mir ja immer auch die Körpersprache von einem Menschen an. Und immer wenn sie den Namen von ihrem Hundskrüppel gesagt hat, also von ihrem Kids, also Fabian, hat sie die Bart zusammengezwickt und ist wie Rose Mittermeier zwischen den Slalomstangen. Fabian. Also das war so ein Pränatal, hat die irgendein... Wahrscheinlich hat es bei der Geburt die Eierstück verwascht und was heißt das? Ich denke, wir legen mir am Arsch, die sind umzogen. Die habe ich vergessen. Ich war geschockt. Aber das ist ja heute eine ganz andere Zeit. Ich habe ja, ich meine, ich beneide die Kids von heutzutage. Meine Mutter war nämlich immer daheim. Das war scheiße. Meine Mutter hat auf mich gewartet. Also meine Mutter hat nicht gesagt zum Lehrer, erzieh du. Die hat es selber gemacht. Das war blöd. Ich bin oft heimgekommen, Tür auf, Batsch. Mama, ich hab doch nichts gemacht. Hat meine Mutter gesagt, du stellst schon wieder was an.